So, versuchen wir das nochmal. Irgendwie habe ich das gestern Abend noch versucht und dann hat meine Kamera mich im Stich gelassen, respektive der Akku. Ich musste erstmal wieder aufladen. Ja, herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich für mich jetzt auch irgendwie abschließend, aber eine Sache gerade mal gerne noch loswerden möchte. Und zwar geht es ja im Moment ganz heiß her um die Gründe, aus denen man sich nicht impfen lässt. So, jetzt hatte da halt dieser Fußballspieler, dessen Name Kimmich, ich schon fast wieder vergessen hätte, haben alle soweit mitbekommen, die das Ganze irgendwie interessiert oder auch nicht, die nicht dran vorbeigekommen sind, wie ich. Und dann ist mir aber zu dem Thema gestern Abend noch ein kurzes paar Minuten Video von der Bild-Zeitung auf den Bildschirm gekommen, in denen sie auch noch, also die Leute gefragt haben, Ungeimpfte gefragt haben, nach den Gründen. Diese Umfrage bestand aber nicht aus der Frage und dann ganz vielen entsprechenden Antworten, die wahrscheinlich alle sehr individuell sind, sondern wie es aussah, gab es halt eben drei vorgegebene Antworten, zu denen man dann halt eben sein Votum abgeben konnte. Und mein Grund war da überhaupt gar nicht drin aufgeführt. So, und ich betone das Wort mein Grund, weil das mein Grund ist, den ich jetzt vorstelle. Das muss keiner sein, der für einen anderen Grund ist, aber es ist mein Grund. Und es gibt für mich tatsächlich einen sehr, sehr triftigen Grund, mich nicht impfen zu lassen. Und das hat nichts mit Angst vor irgendwas zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Pharmaindustrie nicht unterstützen möchte. Das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, dass das alles Menschenversuche seien oder sonst irgendwas. Das hat bei mir einen völlig anderen Grund. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich seit 17 Jahren meine selbstheilenden Kräfte kenne und trainiere. Dadurch inzwischen seit 2004, das sind 17 Jahre, keine ärztliche Hilfe mehr benötigt habe, diesem Ganzen also sehr, sehr zu vertrauen gelernt habe und mich darauf verlassen kann. Muss mir keiner glauben, muss auch keiner verstehen. Das ist mein Ding. Aber ich kann mich da so drauf verlassen, dass ich bereits seit 2009, das sind jetzt auch mein 12 Jahre, halt eben auch keine Krankenversicherung habe, weil ich sie nicht brauche. Auch wenn das keiner verstehen mag, das ist irrelevant. Für mich ist wichtig, dass ich es verstehe. Fakt ist, ich brauch's seitdem nicht. Und jetzt soll ich auf einmal Angst davor haben, dass Corona mich töten kann. Und Entschuldigung, aber diese Angst bekomme ich nicht aufgebracht. Ich habe keine Angst davor, mich mit Corona zu infizieren. Ich habe noch nicht mal Angst davor, im Notfall sogar daran zu sterben. Und natürlich würde ich mich, wenn ich es bekomme, in Quarantäne begeben und fernhalten von allen möglichen anderen Leuten, damit ich sie nicht infiziere, genauso wie ich das mit allem anderen auch halte. Selbst wenn ich niesen muss, gucke ich, dass ich das nicht jemandem in die Fresse rotze. Das ist doch völlig normal. Nur solange ich kerngesund bin und völlig symptomlos und die letzten zwei Jahre
noch nicht mal eine Erkältung bekommen habe, kann ich zum einen nicht nur diese Angst nicht aufbringen, sondern es ist noch was völlig anderes. Würde ich mich impfen lassen, wäre das ein absoluter Vertrauensbruch in die Heilungskräfte meines Körpers, in mich selber. Entschuldigung, das kann niemand von mir verlangen. Das verlangt es von mir. Aber erwartet bitte nicht von mir, dass ich dem nachkomme. So, und ich spreche hier für mich. Mir ist das völlig egal, ob der Rest der Welt sich impfen lässt. Ich vertraue meinem Immunsystem, weil das verdammt gut trainiert ist. Und mich impfen zu lassen, würde bedeuten, dass ich ihm nicht vertraue. Und das wäre ein Vertrauensbruch. Entschuldigung, kann und will ich mir nicht leisten. Auch das bin ich mir selber schuldig. Das kann niemand allen Ernstes von mir erwarten. Und deswegen lasse ich mich nicht impfen. Und ich möchte bitte auch, dass das respektiert wird. Punkt. Ich verstehe dieses ganze Rumgelaber um dieses Thema einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie die ganze Zeit alle möglichen Leute damit beschäftigt sein können, anderen etwas aufzuzwängen. Boah, ist das nicht... Stresst euch das nicht selber total? Boah, ich hätte da keinen Bock drauf. Nee, mir reicht das für mich zu sprechen. Mir reicht das für mich zu sprechen und für mich selber zu wissen, was ich tue. Wenn ich was nicht genau weiß, dann erkundige ich, mache mich schlau. Und dann lasse ich trotzdem immer noch meinen Bauch entscheiden und mein Bauchgefühl. Das ist nämlich meine Autorität. Mein Gewissen und mein Bauchgefühl. Mein gutes Gewissen erlaubt mir Dinge und mein schlechtes Gewissen verbietet mir Dinge. Und ich hätte mir selber gegenüber ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich jetzt impfen lassen würde und damit 17 Jahre Training. Und ich rede von Training. Kann sich keiner vorstellen. Quasi in die Tonne treten würde. Puh. Völlig hirnlos. So, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Tschüss mit F, macht's gut und macht bitte, was ihr wollt und lasst bitte alle anderen einfach machen, was die wollen. Dann, allein durch das würde sich unsere Welt schon ganz, ganz wahnsinnig ändern. Vielleicht höre ich irgendwann mal auf, drauf rumzureiten, weil ich das Gefühl habe, dass nicht mehr gesagt werden braucht. Aber bis dahin sage ich diese Sachen einfach weiter. So, ich bin schon Armin. Ihr seht, es ist... Ich muss auf den richtigen Knopf drücken.